Sind sie nicht herrlich, diese Hortensien in allen Blütenfarben und Blütenformen? Hallo zu Grünzeug aus dem blühenden Barock in Ludwigsburg. Und diese Hortensien, die wollen wir hier pflanzen in unserem Mathildengarten. Der Mathildengarten ist etwas ganz Besonderes. Friedrich II., König von Württemberg, ließ ihn 1798 umgestalten, weil seine Gattin Charlotte Mathilde auf einen Rollstuhl angewiesen war. Für sie wurden stufenlose Rampen gebaut. Der Mathildengarten ist also einer der ersten behindertengerechten Gärten. Mathilde liebte den Garten bis zu ihrem Tode. Und noch heute fasziniert er die Besucher. Ein Farbspektakel hier ist sicherlich die Blüte des echten oder roten Sonnenhuts, der auch weiß oder purpur sein kann. Der echte Sonnenhut, die Echinacea, ist ja eine Präriepflanze. Und deshalb braucht sie einen vollsonnigen Standort. Aber ganz wichtig, der Sonnenhut mag überhaupt keine Staunässe. Also wenn Sie den pflanzen, ein bisschen zu fetten Boden, ruhig mit Sand oder auch etwas feinkörniger Lava abmarken, damit er ja nicht staunende Nässe kriegt. Und schneiden Sie diese Samenstände im Herbst einfach mal nicht ab. Es sieht toll aus, wenn der erste Raureif drauf liegt oder wenn der erste leichte Schnee drauf fällt. Einfach zauberhaft. Bevor wir hier so richtig losgärtnern, zeigen wir Ihnen, was wir im Grünzeug heute sonst noch so haben. Wir besuchen den Wohngarten einer leidenschaftlichen Gartengestalterin. Das ist so, wie Karl Förster das gesagt hat, wer der Gartenleidenschaft einmal verfiel, der wurde noch nie geheilt. Bei mir trifft das absolut zu. Und wir begeben uns in die Heilpflanzenwelt einer Kräuterfrau. Die Schafgarbe ist mir deswegen so wichtig, weil es die große Lebergallepflanze schlechthin ist. Wundheilend, entzündungshemmend und für den ganzen Menschen eigentlich eine uralte, ganz wichtige Heilpflanze. Im Mathildengarten ist Volker Kugel dabei, Hortensien zu pflanzen. Hortensie ist nicht gleich Hortensie. Hier diese Strauch- oder Rispenhortensien, die vertragen relativ viel Schatten. Sie gehen also in Halbschatten rein, manchmal sogar in den vollen Schatten. Da reichen ein, zwei Stunden Sonne am Tag. Hier bei diesen Bauernhortensien, die vertragen ein bisschen mehr Sonne. Die können schon mal 5 bis 6 Stunden Sonne auch am Tag haben. Ich habe die Pflanzen so hier verteilt, diese Bauernhortensien, die ich nachher pflanzen will, dass diese Rosane hier zu diesen Phlox und zu diesen Sonnenhüten optimal passt. Und die Weiße auf der anderen Seite, die soll hier diesen Bereich ein bisschen aufhellen. Da ist es im Sommer ein bisschen dunkel, weil diese Strauchpfingstrosen ja natürlich längst verblüht sind insgesamt. Und eines gibt es immer wieder bei Hortensien. Da gibt es seltsame Blattschäden, wo man denkt, hoppla, was ist hier passiert? Das ist einfach ein Problem, dass alle Hortensien gleichmäßige Wasserversorgung brauchen. Das gilt hier für diese Bauernhortensie, die dann eben, wenn sie mal trocken hat, wenn es extrem heiß ist und der Ballen ist trocken, dann gibt es diese Blattschäden. Und die gibt es leider dann eben auch bei den Strauch- oder Rispenhortensien. Ganz wichtig ist ein guter Gießrand. So können wir nämlich hier am leichten Hang auch mehrere Liter Wasser geben, ohne dass es wegläuft. Die Hortensie wird sich freuen. Die kriegt jetzt erstmal gleich 5-6 Liter auf einmal. Jetzt gehe ich mal in den schattigen Bereich zu den Rispenhortensien.
Und was glauben Sie wohl, was werde ich am häufigsten gefragt zum Thema Hortensien? Ganz klar, wie schneidet man sie? Eigentlich kein Problem. Es gibt die zwei grundsätzlichen Unterschiede. Einmal hier diese Rispenhortensie, die wächst und am Ende dessen, was sie treibt in diesem Jahr, blüht sie. Und deshalb können wir diese Pflanze relativ stark zurückschneiden. Wir sollten sie sogar relativ stark zurückschneiden, damit sie kräftig wächst und dann kräftig blüht. Also wir brauchen dann Ende März Mut zum Rückschnitt bei der Rispenhortensie. Ganz anders sieht es hier aus bei dieser Bauernhortensie. Die bildet ja die Blütenknospen schon dieses Jahr fürs nächste Jahr. Das heißt, wenn wir die stark zurückschneiden würden, dann würden wir 80% der Blüte einfach wegschneiden. Kleiner Trick ist natürlich den Züchtern gelungen. Es gibt Mitteldinger zwischen den beiden. Und das hier ist so eine, die hat jetzt spät im Jahr auch noch eine Blüte an dem Trieb gebildet. Aber die Hauptblüte, muss man ganz klar sagen, wird im Vorjahr angelegt. Das heißt, hier schneiden wir erstmal das Trockene raus, die dünnen Triebe raus und schneiden nicht stark zurück. Nur, wenn wir alle 8 oder 10 Jahre die Pflanze mal verjüngen wollen, wenn sie uns zu hoch geworden ist, dann können wir sie stark zurückschneiden, aber dann haben wir nur eine ganz, ganz kleine Blüte im Spätjahr und die Hauptblüte fällt praktisch aus. Gleich geht es hier im blühenden Barock mit der Pflege von Obstbäumen weiter. Zuvor aber besuchen wir den bezaubernden Wohngarten einer Gartengestalterin in Notzingen. Blütenträume, wohin man schaut. Der Fingerhut bringt aufrechte Eleganz ins Beet. Genauso wie der Blumenhartriegel. Einst stand hier in Notzingen ein altes Bauernhaus. Umgebaut und saniert hat es Claudia Hosp. Mit viel Leidenschaft hat sie vor 6 Jahren auch die Gartenanlage rund um das Haus neu geplant. Als Gartenarchitektin war das für sie die schönste Aufgabe. Also für mich ist der Garten ganz wichtig. Ich könnte mir kein Leben ohne Garten vorstellen. Er gibt mir ganz viel Kraft, auch wenn ich jetzt seltenst im Garten sitze. Also ich sitze meistens kurz und trinke einen Kaffee. Und dann spätestens nach 10 Minuten stehe ich auf, weil ich irgendwas sehe, was man vielleicht abschneidet. Oder hier noch eine Blume. Oder also einfach, es ist immer was zu tun im Garten, aber für mich ist es einfach Erholung. Ständig ändert der Garten sein Gesicht. Der Frauenmantel gedeiht in diesem Jahr prächtig. Staudenbeete und eine eingefasste Rasenfläche. Das wirkt zwar ganz selbstverständlich, wurde von Claudia Hosp aber genauestens geplant. Man fühlt sich wie im Park, auf gerade mal 600 Quadratmetern. Eine Besonderheit? Der Zwetschgenbaum. Er konnte erhalten bleiben. Jetzt wird er von der Rambler-Rose Alchemist umschlungen. Harmonie pur auch im hinteren Gartenteil mit roten Spornblumen, Salbei und Kosmeen. Auch die gefüllte Austin-Rose Heritage thront prächtig im Beet. Einfach großartig. Ihr Duft weht über den Zaun aus Kastanienholz ins Gemüsebeet. Die eigenen Bienen sorgen für eine reiche Ernte. Also der Nutzgarten im hinteren Gartenteil, das Besondere daran ist einfach, dass wir alle was zu essen haben. Also unsere Bienen, wir, eigentlich auch sehr lang. Erstens Kräuter, dann Beeren. Also es gibt eigentlich immer was zu naschen in dem Gartenteil. Ist ganz bewusst ein bisschen nach hinten gerückt, weil oft sehen die nicht ganz so schön aus, die Nutzgärten. Aber wir haben trotzdem versucht, das Beste draus zu machen. Genau, und ihn kuschelig zu gestalten, auch wenn es ein Nutzgarten ist. Im hinteren Gartenteil scheint auch die Sonne am längsten. Das ist wichtig für einen Nutzgarten. Nur so werden die Früchte süß, reift das Gemüse, werden die Kräuter aromatisch. Ganz anders die Situation direkt neben dem Haus. Dort ist es eher schattig. Trotzdem, die Inszenierung aus Blüten und Blattfarben ist der Gartenarchitektin perfekt gelungen.
Also der Gartenweg auf der Nordseite ist relativ schmal und normalerweise werden solche Teile im Garten stiefmütterlich behandelt. Also da hat man meistens einen geraden Weg, der da vorbeigeht. Und ich habe das einfach versucht, mit verschiedenen Strukturen, mit verschiedenen Pflanzen zu gestalten. Und es ist wirklich mir einer der liebsten Wege im ganzen Garten. Also man kann hier wunderschön auf dem kurzen Stück spazieren und verschiedenste Pflanzen anschauen. Das ist einfach schön. Eine spannende Entdeckungsreise. Auf die können sich auch garteninteressierte Besucher begeben. Im Rahmen der offenen Gärten kann man sich dieses grüne Ideenreich anschauen. Auf das ist Claudia Hosp besonders stolz. Zu Recht. Das Gärtnerteam um Chefgärtner Ulrich Fähnle ist ständig im Einsatz. Gärtnern ist eben zeitaufwendig. Besonders dann, wenn alles perfekt sein soll. Gerade Obstgehölze wie der Apfelbaum Goldparmäne oder die Hauszwetschge müssen fachmännisch gepflegt werden, damit sie gut tragen und gesund bleiben. So wie hier im blühenden Barock. Die Obstbäume bilden den Übergang vom Mathildengarten zum großen Südgarten vor dem Schloss. Hier an diesem Apfelbaum fällt uns was ganz Verrücktes auf, oder? Es ist doch völlig ungewöhnlich, dass um diese Jahreszeit der Apfelbaum Blüten hat. Das hat aber einen ganz einfachen Grund. Diese Laune der Natur, die kommt daher, dass der Baum im Frühjahr frisch gepflanzt ist und wahrscheinlich halt insgesamt einen Ticken zu wenig Wasser bekommen hat. Das heißt, er hat ziemlich Stress gehabt. Er lebt natürlich noch, aber er hat das Gefühl vielleicht gehabt, ich muss bald sterben und will mich noch mal vermehren. Und deshalb macht er jetzt praktisch im Herbst Blüten einfach zur Selbsterhaltung. Aber keine Angst, der Baum wird jetzt noch mal kräftig gewässert. Man hat es gesehen, der erste Teil ist schon passiert. Und dann wird er im nächsten Jahr auch dann ganz normal austreiben und wird dann normal blühen, nämlich dann, wenn es gehört von Apfelbaum, Ende oder so Mitte, Ende April. Herr Fähnle, Sie sind schon mit dabei. Ja, Raubenleim mit Pinsel anbringen. Genau, Raubenleim, genau. Und das heißt, wir wollen, dass der Baum im nächsten Jahr nicht solche Blätter hat. Nämlich zerfressen von der Larve der Frostspannerraupe. Ja? Und da machen wir jetzt den Leim hin, das ist die eine Methode. Was macht die Raupe überhaupt? Ganz einfach, die Raupe frisst uns die Blätter, klar, aber jetzt momentan haben wir die Weibchen. Und die Weibchen, die Falter, die Erwachsenen, die sind flugunfähig. Das heißt, die Männchen können fliegen, die Weibchen nicht. Und die Weibchen, die kommen jetzt aus dem Gras, wenn die Nächte kühler werden, und die versuchen hier dann am Stamm hochzulaufen, Kletter, Kletter, und in den Baum hochzugehen. Da warten die Männchen und da soll es dann Nachwuchs geben. Und wir können ganz einfach verhindern, dass es Nachwuchs gibt für nächstes Jahr, indem wir verhindern, dass die Weibchen am Baum hochklettern. Ja, oder hier über den Vierbock. Ja, genau, dann gehen sie praktisch am Holz hoch, an dem Stützpfahl, gehen dann oben rum. Ja, als Seiltänzer. Genau, und kommen auch wieder in den Baum rein. Und das wollen wir natürlich auch verhindern. Ich bevorzuge eher die einfachere Methode. Aber wenn man Gelbeidel guckt, ist das interessanter, was das ich mache. Das ist absolut preiswert. Aber hier haben wir einen fertigen Leimring. Den gibt es zum Kaufen. Und wir werden jetzt mal sehen, was geschickter ist. Das ist also praktisch der Leimring. Da probieren wir jetzt mal aus, wie viel wir brauchen. Da machen wir es, haben wir gesagt. So, ein bisschen überlappen. Stelle ich mich jetzt an, oder? Was ist los? An beide Seiten probieren. Ja, probieren wir es mal an beide Seiten. Ja, perfekt. Also, jetzt haben wir hier. Hier sieht man schön diesen Leim. Und außen, da sind zwei, die Stellen, da ist ohne Leim, da wollen wir nachher befestigen. So, Herr Fähnle, ich gebe Ihnen mal das Seil. Jetzt machen wir halt mal, wo haben wir gesagt, da machen wir es. So, leicht überlappen. Ich glaube, ich war ein bisschen arg schwäbisch sparsam. So, und jetzt wird das Ganze festgemacht mit diesem Draht oben rum. Sie machen es doppelt, jawohl. So gut? Ja, perfekt. So.
Und das, was der Herr Fähnle gerade macht, ist ganz wichtig. Wir müssen unten noch so einen kleinen Schutzraum machen, falls die Tiere da versuchen reinzuklettern, ja, oder falls sich das Ganze irgendwie löst, sodass klar ist, also es kommt kein Tier über diese Sperre drüber, kein Weibchen klettert hier hoch uns in die Baumkrone. So, vielleicht, ja. Da vielleicht noch. Jetzt, oh ja. Ja, ja, ja. Jetzt ist Stille aber ringsrum. Gut. Genau. Wenn Sie bei Ihren Baumpflegearbeiten, gerade jetzt im Herbst, sowas entdecken, richtig so rote Pusteln dran, gerade bei den Johannisbeeren zum Beispiel relativ stark vertreten, auch bei den Hainbuchen, hier ist es eine Kastanie, dann heißt es Alarmstufe rot im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist die Rotpustelkrankheit, eine ganz gefährliche Krankheit, die befällt etwas geschwächte Pflanzen und breitet sich ganz schnell aus. Wichtig ist, wenn Sie es haben, dann bis ins gesunde Holz ausschneiden und wenn Sie geschnitten haben, das Ganze nehmen und bitte in den Restmüll, nicht auf den Kompost. Sonst kriegen Sie wieder die Gefahr, dass sich es über Ihren Kompost verbreitet. Und wenn Sie abgeschnitten haben, dann bitte die Klinge der Rebschere oder das Messer mit 70%igem Alkohol desinfizieren, weil über den Schnitt tragen Sie die Krankheit weiter. So, Herr Fähnle, ich würde sagen, wir holen jetzt noch Pflanzen für den Mathildengarten und solange können Sie sich anschauen, was man aus wilden Kräutern machen kann. Christine Pommerer. Ihre Welt sind die Kräuter. Ihre Leidenschaft die Heilkräfte aus der Natur. Und die kennt sie ganz genau. Die Schafgarbe zum Beispiel. Für die Heilkräuterpädagogin ist sie eine der wichtigsten entzündungshemmenden Pflanzen überhaupt. Die Schafgarben sind normalerweise wesentlich größer, die Blüten. Aber das sind die herbstlichen Schafgarben, die nachblühen in den Wiesen, wenn sie gemäht sind. Und die kann man ganz bis in den Herbst in geschützten Stellen immer wieder noch nehmen. Und wir ernten deshalb auch immer nur so die oberen Bereiche, weil dann kann die an einem unteren Teil wieder ausschlagen, an den Blattachsen und immer neue Blüten bilden. Gut für uns und für die Bienen und für uns alle. Christine Pommerers Kräuterzentrum Vasenhof in Groß-Erlach macht gute Laune. Idyllisch ist es hier und friedlich. Der perfekte Ort. Im Einklang mit der Natur fertigt sie ihre Tinkturen, Tees, Salben und Öle. Für mein Schafgarbenöl nehme ich die frischen Schafgarben und schneide sie zuerst mal ganz klein. Das ist wichtig, denn wir machen nun einen Auszug, der sehr schnell gehen soll, einen Wärmeauszug. Mit kaltgepresstem Bio-Olivenöl bedecken. Je feiner geschnitten wurde, desto schneller lösen sich die Wirkstoffe. In so einem schönen warmen Wasserbad darf dieses Öl nun 2 bis 3 Stunden drin bleiben. Wichtig ist, dass es nicht zu heiß wird. So hört es sich an, wenn es zu heiß würde. Deswegen muss man dann die Temperatur runterregeln. Bei 60, 70 Grad hört man nichts. Nach 2 bis 3 Stunden sieht das Öl dann so aus. Und das kann man jetzt abseihen. Da habe ich dazu ein Sieb und ein Schüsselchen. Und über den Küchenkrepp oder über ein Tuch seihe ich das jetzt hier rein. In dunkle Flaschen abgefüllt, ist das Öl mindestens 1 Jahr haltbar. Also für die Gelenke würde ich 2 bis 3 Tropfen nehmen und einfach über die Gelenke drüber reiben, morgens und abends. Als Gesichts- oder Hautpflege 2 bis 3 Tropfen, kurz verwischen und dann über das Gesicht, den Hals und Dekolleté und dann erst einreiben. Denn durch diese kleine Menge und die richtige Technik kann man Öle wunderbar als Hautpflege einsetzen, ohne dass sie speckig sind. Diesen Rest, den verarbeiten wir jetzt noch zu einer Salbe. Dazu presse ich das aus und in die Salbe kommt dann dieses Öl, in dem schon noch ein bisschen Pflanzensaft drin ist. Das sieht man beim Auspressen, da
dass das so milchig ist. Für ihre Schafgarbensalbe mischt sie 5 Gramm Bienenwachs mit derselben Menge Scherbutter und dem pflanzensafthaltigen Öl, bevor dann ins 50 Milliliter Glas zusätzlich noch hochwirksames ätherisches Schafgarbenöl kommt, müssen sich die Zutaten im warmen Wasserbad miteinander verbinden. Und sobald es schön cremig und nur noch handwarm ist, kann man das ätherische Öl zugießen. Also diese Salbe ist eine ganz tolle entzündungshemmende Salbe für alle Bereiche, wo Entzündungen sind. Vor allem ganz besonders gut für die Leber, also auch abends auf die Leber bei Menschen, die nachts um 3 aufwachen regelmäßig. Da tut die ganz tolle Dienste oder zur Fußpflege oder an den Beinen, wenn Beinprobleme, zur Wundheilung. Ist eine entzündungshemmende und wundheilende Salbe. Schafgarbe gehört auch in eine von Christine Pommerers Lieblingsteemischungen. Hinzu kommen die einheimische Goldrute und Johanniskraut, Blüten und Knospen. Als weitere Zutat mischt die Kräuterpädagogin Monarden in den Wohlfühltee und Dost, der einheimische Majoran. Und diese Kräuter zusammen würde ich so viel wie in 3 Fingern geht auf eine ganze Kanne Tee machen. Und diese ganze Kanne Tee kann man ruhig die Kräuter drin lassen, stehen lassen, den kann man auch kalt trinken und 2-mal aufgießen. Ein gutes Getränk, das dem ganzen Organismus gut tut. Christine Pommerer gibt ihr Wissen gern weiter. Sie veranstaltet Seminare und Tage der offenen Tür. Im Mathildengarten im blühenden Barock Ludwigsburg steht seit vielen Jahren ein Gewürzstrauch. Leider will er seit einiger Zeit weder wachsen noch blühen. Der Standort ist der falsche. Es hilft nichts. Der Strauch muss verpflanzt werden. Ja, manchmal gibt es im Garten einfach Situationen, da will man was verändern, weil es 20, 25 Jahre her ist, dass man ihn angelegt hat und denkt, die Pflanze könnte eigentlich mal woanders hin. Und hier, Herr Fähnle, ich glaube, wir müssen hier was verändern. Das kann man den Leuten nicht zumuten. So gerade gelb, wie der aussieht. Ja, und ich denke einfach, dieser Gewürzstrauch, der hat hier zu viel Konkurrenz von der Linde, ne? Ja, der hat eher rückwärts gemacht. Ja, so, und beim Verpflanzen von Gehölzen gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Wir müssen oben zurückschneiden, weil nachher werden wir ja der Pflanze mit dem Spaten Wurzeln abhacken. Das heißt, wir müssen, um die auszugraben, der Wurzeln abhacken. Und damit sie das nachher oben noch ernähren kann, müssen wir einfach das obere knapp die Hälfte zurückschneiden. Also, ich würde sagen, mutig zur Schere greifen. Und hier beim Zurückschneiden ist mir noch was ganz nicht Schönes aufgefallen. Das hier ist ein ganz typischer Nährstoffmangel auch noch zusätzlich. Da ist die Blattader dunkelgrün und die Blattfläche ist richtig so wie quittengelb. Das ist ein ganz typisches Zeichen für Eisenmangel. In der Regel ist es so, der Eisen ist genug im Boden, meistens kein Problem, sondern hier ist der pH-Wert, der Säurewert des Bodens einfach falsch. Das heißt, wenn wir den Strauch nachher, den Gewürzstrauch am anderen Platz pflanzen, dann kriegt der saure Erde, also Rhododendron-Erde, und ich denke, spätestens in einem Jahr hat er wieder richtig satt grüne Blätter. Das wäre mein Vorschlag als gelernter Baumschulgärtner, wenn ich es zeigen darf. Erst einmal so außenrum die Erde nach außen wegmachen. Ja, natürlich. Aber ich kann ja Ihre Schuhe nicht drum schaffen. So. Unser Ziel hier ist, dass wir einen Erdballen bekommen. Und jetzt kommt der spannende Moment, wo wir mit dem Spaten probieren, da unten rein die echten Wurzeln durchzutrennen.
ja. Er guckt, jetzt hat er verspielt. Ja. Okay, jetzt, warte, Spade weg. Chef, ich drücke ihn mal vorsichtig da runter. Ja. Jawohl. Okay, halt, achte. Okay, jetzt haben wir. Okay, also es sieht bis jetzt gut aus. Der Ballen hat gehalten. Ich glaube, wir haben alle Wurzeln abgetrennt. Jetzt müssen wir als erstes mal noch das Ballentuch vorbereiten. Wir gucken mal, Herr Fähnler, was denken Sie? Meter, hä? Ja, brauchen wir auf jeden Fall. Eine schöne Balle so beieinander hier. Da gibt es hier, so wie früher in der Baumschule, in der Lehre, abschneiden. Da sollte das Messer scharf sein, das macht sich immer gut. So, über Kreuz. Okay. So. Okay, ich helfe. Also, halt. Komm zu zweit, zu zweit. Oh, okay. So, drauf. Und jetzt nimmt man hier die Enden. So, Knoten machen. So, und eins ist jetzt ganz wichtig, dieser Ballen darf nicht austrocknen, er darf nicht zu lange in der Sonne stehen. Das heißt, schnell wieder einpflanzen am besten. Und Herr Fähnlich, ich glaube, wir haben uns da drüber. Drüber hat es Platz zwischen der Lorbeer und der Taxis. Genau, ja, der freie Platz. Und ich würde Sie einfach bitten, dass Sie schon mal mit dem Pflanzloch anfangen und ich hole so lange die Pflanzen, die ich gleich hier einpflanze. Volker Kugel hat sich eine noch recht unbekannte Pflanze ausgesucht, den schwarzblättrigen Holunder. Sieht diese Pflanze nicht einfach toll aus? Sie ist auch ein hervorragender Kontrast im Staudenbeet. Das heißt, dieses rote, fiedrige Laub, das bildet einen super Kontrast zu vielen Blüten. Stellen Sie sich da mal eine weiße Blüte dazu vor oder auch zum Beispiel eine gelbe, ganz großartig. Und der Riesenvorteil bei diesem schwarzen Holunder ist, schwarzblättrigen Holunder, muss man richtig sagen, ist, dass man ihn durch Schnitt ganz klein halten kann. Das heißt, wenn wir regelmäßig stark zurückschneiden, wird er maximal 1,50 Meter hoch. Und ich finde, der passt genau optimal in diese Lücke da hinten. Und ich pflanze gleich alle drei ein, damit ein bisschen was ins Beet kommt. Durch regelmäßigen Schnitt kann man die Strauchhöhe an den beengten Wurzelraum anpassen. Allerdings, auch für einen genügsamen Gesellen wie den Holunder, muss das Pflanzloch groß genug ausgehoben werden. Gerade unter hohen Bäumen ist der Wurzeldruck enorm. Jetzt kommt ein kleiner Trick. Wenn Sie Pflanzen mal ein bisschen enger zusammenpflanzen wollen, weil Sie sagen, Mensch, es hat jetzt im Gartencenter keine großen Pflanzen gegeben, die ich eigentlich wollte, dann nehmen Sie immer den Ballen, machen auf der einen Seite ein Stückchen weg, da wo wenig Wurzeln sind. Das geht hier relativ problemlos. So, das mache ich beim dritten auch noch. Und dann kann man nämlich die Pflanzen hier am Ende schön eng zusammen machen. Und das sieht ganz kompakt aus. Man wird am Ende gar nicht wissen, dass es in Wirklichkeit drei Pflanzen sind. Und sieht schon richtig nach was aus. So, jetzt noch angießen. Ja, das war's für heute. Ihnen daheim viel Spaß beim Gärtnern und tschüss, bis nächste Woche bei Grünzeug. Herr Fähnle, ich glaube, jetzt könnte ich Ihre Hilfe gebrauchen. Packen wir den Kerle? Ja. Also gut. Okay. Okay. Hausaufgabe habe ich gemacht. Das Loch. Loch ist ausgehoben. Okay. Aber wenn es so ordentlich wird, wird es tief sein. Wollen wir gleich sehen. Nein, da ist schneller ausgelaufen. Ja. Ich glaube, ich habe es gut gemeint.